Hallo, mein Name ist Uwe von Big Green Egg minus shop24.de. Ich wurde von der Firma Landmann eingeladen, bei einer Ausschreibung mitzumachen, einen neuen von Landmann produzierten Grill Pantera zu testen. Der kleine Grill hat 4 kW und ich bin jetzt nun mal sehr gespannt. Der Karton ist ja schon wunderbar. Ein richtiger Panther. Mal sehen, ob auch ein Panda in der Verpackung steckt. So, sieht schon mal toll aus. Ich werde mal kurz auf Pause drücken und die ganze Sache auspacken. So, hier ist das gute Stück nun. Ich muss mal kurz mir einen Überblick verschaffen. Also wir haben hier diese seitlichen Boards, die vermutlicherweise ohne die Anweisung zu lesen hier an der Seite eingesteckt werden. Wir haben eine Fettabtropfschale. Wir haben einen Griff für den Deckel, der dann später hier montiert wird. Und wir haben den Gasanschluss für die Flasche. Eine ganz einfache Sache. Wir haben auch eine Montage- und Betriebsanleitung, die werde ich später lesen. Zunächst mal, was wir mir auf jeden Fall mal aufgefallen ist. Hier steht, dass der Rost aus emailliertem Gusseisen sein soll. Unter Emaille verstehe ich natürlich eine Emaillierung. Der Gussrost ist relativ rau, aber nun gut. Ist er emailliert, wird er nicht rosten. Ist er nicht emailliert, wird er rosten. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt ein Freund von Gussrosten, da die Gussroste natürlich beim Anbraten eine wunderschöne Farbe machen und einfach so auch ein gewisses Geschmack, ja, einen gewissen Geschmack rüberbringen. Und das ist schon grundsätzlich mal von der Sache echt toll. Was mir auch sehr gut gefällt, ist hier diese glatte Grillplatte. Hier der Rost. Hat natürlich viele Vorteile. Man kann sein Kochprogramm sehr erweitern. Man kann in der Theorie auch Eier drauf backen. Zum Frühstück Bacon und Eggs. Sonntagmorgens kommt wirklich klasse, auch auf dem Grill, auf der Terrasse. Was ich natürlich noch probieren möchte, ist, wie die Platte sich verhält beim Ankleben. Jede Gussplatte muss sehr heiß sein und eingefettet sein. Also eine Gussplatte ohne Fett, ein Ei zu braten auf einer Gussplatte, das geht nicht. Ja, das klebt an. Deshalb werden wir auch hier mit Fett nicht sparen und werden das dann nochmal probieren, ob ein Ei tatsächlich auch richtig knusprig wird. Ansonsten, die Aufmachung ist wunderbar, schön einfach, linke Seite, rechte Seite zu beheizen. Und ich werde jetzt nun mal versuchen, das Ganze noch zusammenzubauen. Und ich sag mal, für die Montage, 2 Minuten ist es erledigt. Also das kann wirklich auch jeder montieren. Da muss man kein Fachmann sein. Das Einzige, was man benötigt, ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Der ist leider Gottes nicht dabei. Da muss ich eben in den Keller und einen holen, aber ich denke mal, jeder hat einen Kreuzschlitzschraubenzieher zu Hause. Okay, also bis gleich. Ich montiere jetzt mal und dann werden wir sehen, wie lange es dauert. So. Die Montage des Griffs ist eine ganz einfache Sache. Einfach nur Griff aufstecken. Ich denke, da hat niemand mit Probleme. Was clever ist, die Schrauben gehen sowohl als mit Schlitz als auch mit Kreuzschlitz. Nur das Eingefädel hier wird etwas Schwierigkeiten bereiten. Also ich würde mal sagen, es ist ein wenig ein Gefummel. Probieren wir es nochmal. Also ich habe hier einen ganz normalen Schlitz ohne Wasserschrauber. Mit etwas Fingerspitzengefühl. Jawohl, Schraube drin. Anziehen. Wird fertig. Andere Seite. Das gleiche. Schraube rein. Anziehen. So. Fertig. Das war schon die Montage des Griffes.
So, jetzt wohlgemerkt. Immer alles ohne Bedienungsanleitung. Die Teile hier, Seitenteile, haben hier eine Fixierung, eine Feder. Ich denke, das kann man gerade so reinstecken. Werde ich das auch probieren. Klar, hat wunderbar funktioniert. Aufbauzeit 2 Minuten. Beinahe, wie ich es gesagt habe. Reinschieben, bis es einrastet. So, die Seitenbretter sind schon dran. Was wir da noch mitbekommen haben, ist eine Aluschale. Die muss hier unterm Grill rein. Also hier auf dem Tisch ist natürlich vom Platz etwas knapp. Aber Schale rein. So, das ist hier ein Gestell zum Anhängen von Grillgeräten, also Zange, was sonst noch benötigt wird. Hier auch noch ein, das ist ein Zünder. Ah ja, das ist der Zünder, vermutlich. Okay, das muss ich noch checken, was das ist. Oh, ich habe den Knopf rein gedrückt und jetzt kommt er nicht mehr raus. Naja, schauen wir, was es ist. Okay. Laut Bedienungsanleitung soll man das aufdrehen. Natürlich nicht ohne. Und hier muss eine Batterie rein. Hier. Und ich nehme mal an, das ist der Zünder. Sieht aus wie eine 1,5 Volt Batterie, die ich jetzt mal eben einsetze. Übrigens, die Batterie ist meine. Ist also nicht im Lieferumfang. Oh, siehe da, passt nicht. Also eine Nummer kleiner. Also, ich bin der Meinung, an so einer Batterie sollte es nicht scheitern. Ich bin nicht furchtbar böse, dass keine dabei ist, aber es ist sehr unüblich, Geräte zu verschicken, wo keine Batterien dabei sind, wo eine benötigt wird, weil eine Batterie, das haben wir bei einem Grill, ca. 200 Euro, das müsste drin sein. So, versuchen wir es mit einer kleineren. Jawohl, das ist keine Mignon. Das ist noch kleiner. Probieren wir das Ganze jetzt zuschrauben. Okay. Und man hört den Ton. Zündung funktioniert. Die werden wir uns jetzt natürlich auch mal anschauen. Wo gezündet wird und wie gezündet wird. So, hier mal. Ja, wir zünden also auf dem rechten. Hier links ist nichts angebracht, folgedessen vermute ich, dass wir den rechten erstmal anzünden müssen, bevor wir dann den linken starten können. Okay. Also, let's do it.